Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wie du einen köstlichen Latte Macchiato mit deiner Nescafé Dolce Gusto Jovia De'Longhi Maschine zubereitest. Die Abtropfschale in die niedrigste Position bringen. Die Tasse auf die Schale stellen. Für die Zubereitung eines Latte Macchiato werden zwei Kapseln benötigt. Mit der Milchkapsel beginnen. Bei dieser Kapsel bedeuten 5 Leuchtbalken auf der Skala, dass die Zubereitungszeit ca. 25 Sekunden beträgt. Den Feststellhebel öffnen. Die Milchkapsel in den Kapselhalter legen. Den Feststellhebel schließen. Den Wahlhebel in die Position heiß bringen. Warte ca. 25 Sekunden. Diese Dosierung kann individuell angepasst werden. Den Wahlhebel zurück in die Position Stopp bringen. Sobald die Milch nicht mehr fließt, blinkt der Ein-Aus-Knopf rot. Den Feststellhebel erst öffnen, wenn der Ein-Aus-Knopf grün leuchtet. Achte für die zukünftige Zubereitung darauf, wie voll die Tasse mit Milch ist. Die Kapsel entnehmen und in den Abfallbehälter geben. Mit der Kaffeekapsel fortfahren. Bei dieser Kapsel bedeuten 2 Leuchtbalken auf der Skala, dass die Zubereitungszeit ca. 15 Sekunden beträgt. Die Kaffeekapsel in den Kapselhalter legen. Den Wahlhebel in die Position heiß bringen. Warte ca. 15 Sekunden. Diese Dosierung kann individuell angepasst werden. Den Wahlhebel zurück in die Position Stopp bringen. Sobald der Kaffee nicht mehr fließt, blinkt der Ein-Aus-Knopf rot. Den Feststellhebel erst öffnen, wenn der Ein-Aus-Knopf grün leuchtet. Die Kapsel entnehmen und in den Abfallbehälter geben. Den Kapselhalter wieder einsetzen. Achte für die zukünftige Zubereitung darauf, wie voll die Tasse ist. Und das war's schon. Genieße deinen leckeren Latte Macchiato. Mit Nescafé Dolce Gusto kannst du eine große Vielfalt von Kaffees, Tees und heißen Schokoladen genießen.